Und damit herzlich willkommen zu einem ganz, ganz neuen Projekt bei den Marionetten mit Gerd, Nick und Benny. Hallöchen. Hallo. Hallo. Und zwar spielen wir Truck and Logistic Simulator. Ich wollte schon wieder Touristik sagen. es gab ein riesen Update, ist letztes Jahr vorgestellt worden. Hat für uns einiges an Potenzial, zumindest glauben wir das. Wir werden das ausprobieren und uns ein bisschen in der fiktiven Stadt austoben. An dieser Stelle erstmal vielen Dank an Aerosoft, die uns zwei Keys bereitgestellt haben. Die haben wir auch genutzt. Die anderen beiden Jungs haben sich das Spiel dann bei Steam günstig geschossen. Und wir werden mal gucken, was man hier so anstellen kann. Multiplayer funktioniert bis jetzt tatsächlich ganz gut. Das ist das erste Fahrzeug, das wir auswählen konnten. Und der Gerd, der hat da schon mal ein bisschen reingeschaut. Deswegen wird der Gerd uns jetzt da ein bisschen durch die ganze Geschichte. Der Gerd hier macht jetzt die Arbeit, wir gucken zu. Wir spielen. Weil ihr habt hier vorne nämlich wunderschön so ein Ding, da kann man jetzt drauf fahren. Es gibt keine Kollision, ne? Sehe ich gerade. Nein. Fangen wir halt klein an. Ja. Ne, ich habe jetzt hier die Aufträge, die ich hier sehen kann. Wir sollen also einen kleinen Kompressor fahren. Den wähle ich jetzt mal aus. Und dann, ach, guck an, dann können wir das auch direkt auswählen. Dann eine Mission mit dem gleichen Ziel finden. Ja, aber dann muss ich was anderes auswählen. Ja. Ist dass man immer den... Wir können das mit Gerd noch nicht zusammen machen, weil wir die Konvoi-Ausrüstung noch nicht haben. Kann das sein? Also, Er hat doch gerade gesagt, mit dem gleichen Ziel. Ich habe jetzt auch was angenommen. Ja, wir müssen jeder erst was Eigenes auswählen, weil hier, ja, Benny aber hat doch gestartet. Möchtest du Mission mit dem gleichen Ziel holen? Nee, ja, scheiße. Ja. Geht aber nicht, weil die Konvoi-Ausrüstung für 3000 gekauft werden muss. Okay. Weil wenn ich auf Ja klicke, muss ich nämlich was anderes auswählen. Das kann jetzt schon gut werden. Benny hat aber auch diesen... Ich hab jetzt was ausgewählt. Du kannst doch einfach in der Liste da was auswählen. Ich habe jetzt auch irgendwas ausgewählt. Ach du Scheiße, der Nick muss... Ja, ich habe... Okay, da hinten steht Gerd. Die Frage ist jetzt nur, wie kann ich... So, jetzt fährst du da rückwärts ran an das Teil und dann... Till wie ankuppeln. Aber kann ich jetzt... Ich werde mir aber mal die... Bei meinem Hänger hier steht Nick, aber ich muss Nicks Anhänger hier ankuppeln. Ach, soll ich die in meine Karre laden oder wie? Ja. Und hier steht auch noch ein Hänger von dir. Von mir? Ja, hier neben mir, guck mal. Ah, das kann man aber nicht sehen. Kann ich aus Fahrzeugen noch aussteigen? Nee, ne? Oh doch. Nein, du kannst aber das mit dem Dings reinschmeißen in deinen Wagen. Ja. Und dann wechselst du, wenn du alles fertig hast, automatisch. Ah. Okay. Ja. Kann ich meine Mission eigentlich abwählen jetzt, die ich angenommen habe? Weil ich würde gerne das machen, was ihr macht. Ich müsste nämlich jetzt eigentlich hier so ein Ding wegfahren, so ein Kompressor. Ja, müssen wir auch. Ja. Ist doch egal. Ist doch egal. Ah, okay. Ah, der Nick muss was beladen. Ja, Nick hat sich was ausgesucht, wo er beladen darf. Ach so, und die anderen beiden kommen auf den Hänger drauf. Ah ja, okay. Ja. Ja, habe ich nicht gesehen. Gucken wir jetzt mal dem Nick einfach zu. Fahren wir einfach hin. Warte mal. Machen wir dem Nick mal die Kameraführung ist leider ein bisschen blöd. Ah ja, Licht ist gut. Finde ich, geht das ganz gut. Jetzt gib mal Gas hier. Hallo, mal schneller jetzt. Ja, echt, mach mal schneller jetzt. Das dauert ja wieder ewig. Kann ich ja nichts für, dass die Fracht Termine hat. Innenraumbeleuchtung wäre ganz schön. Ist ein bisschen duster hier. Was? Wenn du drin sitzt und Licht an hast, ist doch nicht duster. Weißt du, Nick muss natürlich direkt wieder übertreiben. Ja. Was denn? Du bist doch nicht duster. Naja, es geht. Ich kann's düster machen. Was hast du denn für Monitoreinstellungen, sag mal? Nein, es ist jetzt nicht zu düster. Also ich sehe ja alles. Ja, Gerücht. Oh, Stoppknöpfe siehst du auch nicht. Achso, ich bin noch. Oh, jetzt aber. Hoppa da. Ja, Nick, mach du da mal ruhig, ne? Kein Stress. Ist aber auch nur interessant ist, steht auch fragil drauf auf dem Paket, da kann man mal ein bisschen reinscheppern. Interessant ist ein autonomer Gabelstapler, da sitzt keiner drauf. Ah.
Ah, so. Man sieht sich auch nur sich selber im Fahrzeug. Ja. So, dann Kuppel mal an. Motor vielleicht starten, geht besser meistens. Ja, machen wir. Wäre hilfreich. So, gleich erstmal, hoppala, in der Innenperspektive. Kann man die Karte links unten eigentlich größer machen? Oh. Ja, linke Maustaste und dann hast du so einen Pfeil für größerer. Kleiner da rechts oben in der Ecke von der Karte, aber du kannst halt die anderen Sachen nicht wegschieben. Ich muss sagen, ich mag meine blaue Innenraumbeleuchtung, die ich ausgewählt habe. Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall mal meine Karte größer gemacht. Aber ich kann die nicht wegschieben, ne? Also in eine andere Ecke, das geht nicht. So, ich muss jetzt hier links, links. Ja, ich glaube, wir fahren alle zum gleichen Ziel, oder? Zumindest wenn das Spiel uns nicht beschissen hat. Also ich habe irgendwie. Bei mir hat er gefragt, ob ich zum gleichen Ziel fahren möchte. Ich habe aber das ging nicht zum gleichen Ziel. Doch. Wir haben doch jetzt Aufträge alle zum gleichen Ziel. Wir werden es ja sehen. Ich muss auch links raus. Ich auch. Bong. Weg da, Termin fragt. Warum ist meine... Da ist rot. Wer hat rote Ampeln erfunden? Das ist ja lustig, mein Lenkrad steht gerade die ganze Zeit auf... mein Lenkrad hat die ganze Zeit einen Linksdrang. Auch schön. Bin ich zu schnell oder kommt ihr hinterher? Ja, wir halten noch halt Ampel. Roten Ampeln. Warum hat mein Lenkrad die ganze Zeit einen Linksdrang? Auto kaputt. Ja, ohne Scheiß, mein Lenkrad hat die ganze Zeit einen Linksdrang. Ja, hat das vielleicht damit zu tun, dass du ja vorher dein Lenkrad noch dran hattest? Boah, Alter, die Sonne ist ja mal maximal. Ja, die ist übel. Ich glaube, hier sind übrigens 5. Ja, das ist noch Kirschgrün. Ja, 60 zählt noch, einfach, das geht. Einfach mal über Rot hier. Ja, das ist ja nichts Neues. Zeit gegenlenken. Jo, mal. Alter, was machst du da? Ja, mein Lenkrad will die ganze Zeit nach links. Ja, das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass du gerade vorhin dein Lenkrad noch dran hattest. Stell dein Lenkrad doch Alter. So jetzt, dass du gerade längst und du hast es halt schief, mein Gott. Ich habe mein Lenkrad ja gar nicht mehr angeschlossen. Ja, vielleicht ist das aber auch das Problem. Dann musst du es in den Optionen umstellen, dass du halt Tastatur-Maus spielst. Ja, Moment. Du rollst. Ich merk's. Ach so. Gibt's eine Handbremse eigentlich? Ja, der Taste. Ah. Ah. Hallo. Die, ach so, man muss gedrückt halten. Aber die musst du gedrückt halten. Ich merk's gerade. Verstehe, zum Driften also, ja? Ja. Ja, ich halte ein bisschen den Verkehr hier auf. Ich mach mal Warnblinker. Ich warte mal auf euch. Jetzt geht's. Ich hab's Lenkrad jetzt einfach entfernt. Und jetzt Mayo doing Mayo things. Alter. Das sieht aus, ey. Das Teil auf deinem Anhänger kannst du auch wegschmeißen, bis wir da sind. Ich hab einen Scheibenwischer übrigens gefunden. Mein Van schafft's kaum den Berg hoch. Meiner auch. Ja, meiner. Also mit Tastatur fahren, das ist ja wieder so ein Ding hier, ne? Das ist sehr seltsam. Anfahren ist geil hier oben. Ja, voll total. Mit durchdrehenden Reifen. Ja, lass mal anhalten, das ist eine gute Idee. Ja, mit Tastatur fahren ist echt nicht so geil, wenn man sonst in allen Spielen Lenkrad gewöhnt ist, aber naja, bei dem Spiel. Darf man keine großen Ansprüche haben. Ist es nicht so schlimm, ja. Yo. Ich bin tatsächlich ich habe noch gar nicht reingeguckt und ich kenne auch den Umfang vom Spiel gar nicht. Ich auch nicht. Aber da es ja auch noch Early Access ist, kommt da ja noch das ein oder andere wahrscheinlich. Ja, kam ja jetzt, wie gesagt, dieses Riesen-Update. Ja, du musst halt wirklich jetzt dein Transport-Imperium von Grund auf planen und ausbauen. Imperium of the Minivans. Ach so, noch ein Hinweis vielleicht für Mayo. In dem Spiel gibt es Spiegel, die kann man benutzen. Ja, I see. Da hat der Gerd auf einmal gebremst und ich habe mich erschrocken am Scheibenwischer angemacht vor Schreck. Das ist gut. Ja, der ist auf Kuh, hat auch schon rausgefunden. Sicherheitsabstand ist übrigens was für Anfänger. Was war das?
Ja, das Hänger ist abgehauen. Okay. Gerd, hast du versehentlich abgehangen. Also, Paul mitnehmen ist keine gute Idee. Was ist keine gute Idee? So einen Begrenzungsfall mitzunehmen, eine Leitposten. Ja, nee, mach mal nicht. Ja, da muss halt auch, also... ob das das Richtige für Mario dann ist? Nee. Boah, ich roll zurück, das ist doch scheiße hier. Ja, vor allem mit dem gedrückt halten ist irgendwie komisch. Ja. Auf Leertaste ist Handbremse, ne? Ja. Ja, aber du musst sie gedrückt halten. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Hui! Ja. Ja, wir müssen auch bald tanken. Sehe ich gerade. Ja. Oh ja. Oh. Passt da nur ein halber Liter rein, oder? Naja, als wir die. Wurde leer übergeben. Ich wollte gerade sagen, meinst du, warum die Kiste nur 8.300 gekostet hat mit vollem Tank? Hättest du dir das auch nicht leisten können. So. Ah, hier links, oder? Nach Navi? Ja, sehr gut, Mario. Ist ein bisschen öde, muss ich sagen, dass die KI keine Kollision hat. Oder kann man das auch einstellen? Weiß ich jetzt gar nicht. Also ich kann unter uns einstellen, dass wir bald keine Kollision haben. Nee, das ist ja langweilig. Nee, das ist ja öde. Lass den Gerd mal da reinfahren und sein Ding abstellen. Wenn er dann ich will schon jemanden drauffahren können. Ich muss da links rein. Wow, durch die Beschädigung habe ich genau 1 XP. Nee, Quatsch, 174 XP habe ich verdient. Wow. Ah, ich muss andersrum reinfahren. So, dann mache ich euch mal Platz. Nein, mach du, fahr du. Geh weg! Was soll denn das? Oh, wow. 181 XP bekommen und 2413 Dollar. Perfekt. Ja, fahr weg da. Frachtbeschädigung 0, Parkbonus, Ladebonus, zerbrechliche Ware. Ja. 1,2 Tonnen mit dem Ding ziehen. Nee, ist klar. Oh, ich habe sogar eine verbeulte Front. Echt jetzt? Ja. Aber das sieht man nicht. Also ich habe richtig einen kleinen Keil da drin. Nee, ich sehe bei mir, nicht. Also das ist dann wohl dann nicht synchron. Ja, das sieht man dann nur selber. Aber so, was ich sehe, ist, dass wir hier alle Spuren mit unseren Reifen ziehen. Ja. Weiß ich nicht, wofür hier der Bauhelm ist. Wichtigste Frage, kann man driften? Ja, kann man. Geil. Ah, jetzt könnte man hier den nächsten Auftrag annehmen. Ah, ja. Ja, cool, dann machen. Yes. So, ich nehme mal den hier an. So, gleiches Ziel. Mich aber direkt den hier. Gib ihm. Jetzt lädt er bei mir erstmal. Ja. Ja. Ich transportiere jetzt auch wieder irgendwas auf einem Hänger. Gleich mal tanken fahren, würde ich sagen, ne? Wo sehe ich denn? Hä? Welcher ist denn jetzt meiner? Der steht da hier, mitten im. Der steht da, glaube ich, bei Marius drin. Du hast drin. So ein Preis. Da ist ein Pfeil drin, daran kannst du dich orientieren, ach, wo ja, dein Ding ja, steht. Den sieht man aus der Innenperspektive nur nicht. Jetzt probiere ich mal mit Controller. Oh Gott. Kann Mario bitte hinten fahren? Ah, wir kommen an der Tankstelle vorbei. Ja, passend. Ja, dann. Dann Jalla. Zurücklenken. Oh Gott. Das kann ja was geben hier. Wir kommen aber auch mit einem Tempo hier hochgeschossen, Alter. Aber oh, wirklich. Mit Controller ist es ein bisschen einfacher, finde ich. Ich habe einen Scheibenwischer angemacht. Frage ist wie. Machst du gut. So viel zum Thema einfacher. Ah, die halten dann auch an, wenn man reinzieht. Okay. Bong. Ja, wenn man reinzieht, wenn man einfach quasi die Vorfahrt klaut.
Blinker geht auch automatisch wieder aus. Das ist ganz praktisch. Ja. Ja. Ja, aber mit Tastatur ist echt gewöhnungsbedürftig. Ja, also mit Controller auch. Mit dem Controller geht es tatsächlich besser. Ja, ich werde nachher wahrscheinlich dann mit Lenkrad fahren. Ja, ich auch. Mit Lenkrad fahren geht total easy, oder wie? Naja. Ist ein bisschen Einstellungssache wegen 360 Grad und so. 180 Grad. Ja, wie kannst du einstellen? Warum steht der auf einmal falsch rum in der Pampa? Was macht ihr da oben? Ja, ich weiß auch nicht, was die beiden da treiben. Ich, Der zerlegt auf jeden Fall mal sein Auto direkt. Ihr sollt fahren. Ich komm hier nicht mehr hoch. Oh, Leute. Ich hab ein Problem, ich häng hier fest. Mario, was machst du da? Ah, man kann Fahrzeug wieder herstellen, okay. Oh, wow. Das, Alter, hallo. Ja, ich hatte halt mit Tastatur eingelenkt und dann hat er dann halt ein bisschen stark gedriftet und naja, dann war ich dann weg. Meine, also über Tastatur ist echt. Ja, Benny, vorwärts? Ja, Mario ist mir halt hinten reingefahren. Entschuldigung, dass ich auf Gerd warte. Ich kann ja nicht dafür, dass du so ungeduldig bist. Mario, ja, an der Tankstelle vorbeigeheizt? Sind alle da. Ich habe nur auf Gerd gewartet, deswegen bin ich noch nicht gefahren. Es wird auf jeden Fall recht interessant. Ich glaube auch, ey. Gerd, hier rechts runter ist eine Abkürzung. Das Dunkel. Optionen. Kann man hier Grafikoptionen? Irgendwo die Helligkeit einstellen? Achtet mal auf euer OBS. Ich habe in meiner Vorschau ganz schöne Ruckler. Ich habe meine Vorschau aus. Ja, ich auch. Was? Aus oder Ruckler? Aus. Nee, ich meine nicht. Nee, ich hab's auch aus. Nee, ist klar. Was machen muss aber gerade mal. Nee, muss ich so lassen. Geh mal tanken. Ach ja, stimmt. Hier ist ja der Tag. Okay. KI so. Das ist doch ein bisschen sehr düster in der Aufnahme. Die Tage sind aber auch sehr kurz, muss ich mal sagen. Ja. Was? Profis am Werk. Ja, die. Oh. Und tankt der denn jetzt bei mir? Wäre jetzt auch eine Säule weiter vorfahren können, dann hätte jemand noch hinten dran gekonnt. Nee, das wäre zu einfach gewesen, weißt du doch. Kennst du ihn doch. Ja. Aber die sind aber auch doof hier. Jetzt hättest du auch da stehen bleiben können. Weil mich wusste gleich, dass man heutzutage so an die Tankstelle fährt. So. Folge, ich frage mich gerade, ob das hier Kollisionszone ist. Ja, ist Kollisionszone. Er tankt bei mir aber nicht. Hat auch T gedrückt halten. Ah. Ganz lustig, ist der Sound aus dem ETS. Wollte ich gerade sagen, es ist der Sound aus dem ETS. Sollen wir hier die erste Folge mal beenden? Ja. Moment. Plong. Ach, da ist auch noch eine Zapfsäule. Also von mir aus könnten wir die Folge hier beenden. Dann das Gerd erstmal tanken und dann. Hab ja. Getankt. Gerd hat schon getankt. Muss tatsächlich sagen, ich finde es schade, dass man nicht aussteigen und rumlaufen kann. Ja.
dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.